Vielen Dank dafür. Oder? Dankeschön. Auch wenn das immer schwierig ist mit Vorschusslorbeeren, ne? Na, wir werden doch die Erwartungen erfüllen. Ja, das stimmt. I think so. Und damit das ganz entspannt losgeht, weil das ist das wesentliche Ziel des heutigen Abends, dass es ein ganz entspannter Tribo-Talk im neuen Format wird. Wir haben genannt Tribo Slam. Kennt ihr das so ein bisschen, ne? Irgendwann mal gekommen von Poetry Slam. War jemand schon mal auf dem Poetry Slam? Ja, ja. Werner. Science Slam, die verschärfte Version, Science Slam. Noch ein bisschen weniger. Tribo Slam, wie auch immer. Wenn sich jetzt jemand meldet, haben wir was falsch gemacht. Gab's noch nicht, ja genau. Auf jeden Fall war noch keiner auf dem Tribo Slam, der von der GFT organisiert wurde. Erstmal noch einen großen Applaus dafür, dass es heute überhaupt möglich gemacht werden konnte. Ja. Da kann man ruhig mal klatschen. Es wird auf jeden Fall super divers. Wir haben unterschiedlichste Beiträge. Wir haben versucht, einen Mix zu machen. Leider ist es immer noch so, dass viel zu wenig Frauen in der Tribologie sind. Das kann ich immer noch mal unterstreichen. Ja. Deswegen heute eine Frau, der Rest sind nur Männer. Wenn ihr besonderen Applaus für die Daniela gebt, vielleicht, dann motiviert das vielleicht mehr, Frauen zu motivieren in Zukunft. Das wäre mir persönlich total wichtig. Und Vorschusslorbeeren nochmal, Daniela hat sich sogar bereit erklärt anzufangen, das heißt die Frau beginnt. Ne? Weil genau, Ladies first. Wir machen es nicht so billig, Ladies first, sondern wir machen es deswegen Daniela als Erste, weil sie hat sich als Erste gemeldet. Sie war die Erste, die von vornherein gesagt hat, ja, da habe ich Bock drauf zu machen, deswegen wollen wir ihr die Ehre geben, die erste Tribuslämmerin in der Geschichte des Tribuslämmers zu sein, die wir heute hier begründen. Ja. Ladies ne? first. No ne? pressure, ja. ne? Du machst das schon toll. Sound an. Okay, jetzt. Aber und sie hat so viel Bock, du bist ja noch gar nicht angekündigt. Du bist noch gar nicht angekündigt, ich hab dich noch gar nicht auf die Bühne geholt. Nee, jetzt heißt sie hier bleiben. Jetzt musst du hier bleiben. Jeder. Ich stehe jetzt die ganze Zeit im Rampenlicht. Genau. Ja. Und jetzt unterm Sonnenschirm. Ne? Wir haben lange über Daniela geredet, genau. Sie wohnt jetzt in Teltow, einem Vorort von Berlin. Hast du deine Familie mitgebracht? Diesmal nicht, nein. Diesmal nicht. Also die jüngste Slammerin haben wir heute nicht dabei. Schade, aber beim nächsten Mal vielleicht, keine Ahnung. Daniela arbeitet an der BAM, macht ganz viel mit Beschichtung und ihr Vortrag heute hat was mit Tribologie zu tun, so am Anfang, weil genauso wie ich sind wir beide so neu in der Tribologie und sie wird uns was darüber erzählen, wie man sich fühlt als neuer Tribologe. Wer würde sich denn hier im Publikum als Tribologe bezeichnen? Gibt es irgendjemanden, der sich als Tribologe bezeichnet? Ja. Okay, wir haben okay. Tribologen und als Tribologin. Ah. Das sind genauso viele Meldungen gewesen. Danke doch mal an die Mädels. Genau, und das musst du mir jetzt noch geben. So viel Zeit muss noch sein. Da möchte ich jetzt einfach mal fragen. Du hast dich gemeldet, Mirjam. Jetzt komme ich mal zu dir als Publikum. Warum würdest du dich als Tribologin bezeichnen? Weil ich schon 12 Jahre hier jedes Jahr auf die Tribologie-Fachtagung komme. Oh, Thomas, hast du es gehört? Ja, ja. Okay, also anwesend. Es waren nur 10, ich habe mich verrechnet, sorry. Okay, wir haben aber gelernt. Ich hatte da auch aber noch eine Wortmeldung. Ich halte mal fest, in der Zwischenzeit, Tribologie hat was mit Rechnen zu tun. Tribologie hat was damit zu tun, zu Fachtagungen zu gehen. Stefan, gibt es noch einen dritten Punkt, warum man Tribologe sein könnte? Weil es spannend ist, spontan. Hast du Stefan gefragt oder die Person, die er fragen will? Aber ich hatte hier noch eine Tribologin. Hallo Carina, hi. Warum bezeichnest du dich als Tribologin? Weil ich im Fachbereich der Tribologie arbeite. Ja, weil ich mich mit den interessanten Gebieten der Schmierung, Reibung und des Verschleißes beschäftige. Sehr schön. Also was war's? Reibung, Schmierung, Verschleiß? Verschleiß, okay. Jetzt schauen wir mal, ob Daniela noch was dazu bringen kann, weil der erste Vortrag, Mirko, ich übernehme es jetzt einfach. Ich glaube, der Vorteil wird sein, dadurch nicht nur, dass sie anfängt, sondern dass sie uns auch super einsteigend erklärt, was Tribologie überhaupt ist. Und zwar nicht, soweit ich das gesehen habe, für die Leute, die eh schon wissen, was Tribologie ist, sondern vielleicht auch aus der Perspektive derer, die es noch nie gehört haben. Richtig. Daniela, super viel Spaß. Du bist soweit? Ja. Dir ist klar, dass du 360 Sekunden hast? Ja, ich muss jetzt durchreden. Also Vollgas. Kein Stopp. Also. The stage is yours. Ja, hau rein. Bitte viel Spaß. Schön.
Danke. Und nochmal einen großen Applaus für den ersten Beitrag zum ersten Tribal Slam. Ja, so wie vermutlich vielen von euch es so ergangen ist, war mein Kindheitstraum, Tribologin zu werden. Yeah. Ja, genau, ich gebe euch recht, so war es natürlich nicht. Als ich 2020 die Stellenausschreibung gelesen habe vom Fachbereich Tribologie und Verschleißschutz an der BAM, musste ich erstmal Google anwerfen. Bitte? Macht er nicht. Ja, jetzt. Genau. Und dann war ich relativ erleichtert, dass an zweiter Stelle direkt Tribologie, was ist das, kam. Ich bin schon mal nicht alleine. Wikipedia hat mir dann weitergeholfen, nochmal so aus meiner Vorlesungszeit zu erinnern, was Tribologie eigentlich ist. Und der Rest ist Geschichte. An meinem ersten Arbeitstag bekam ich dann das Handbuch der Tribologie auf den Tisch geknallt, lies das mal durch. Und ich begriff relativ schnell, dass es, was Tribologie mit Grundkörper, Gegenkörper, Zwischenstoff und Umgebungsmedium zu tun hat und alles in einer Systemstruktur wechselwirkt. Ja, dachte ich mir, das ist ja relativ einfach, habe ich verstanden, also so schwer kann es ja nicht werden. Ja, und dann an meinem ersten Tag, an meinen weiteren Arbeitstagen, ich bin weiterhin gekommen, war ja einfach und so, wurde ich dann mit Formelzeichen und Abkürzungen wie COF, COF-Max, COF-Min, E-COF, G-COF, WQ, WL, WV, K-DIS, K-Gesamt überhäuft. Ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann gab es noch so Gerätebezeichnungen wie SRV, interne Bezeichnung für Geräte RD, HTT, Ball on Disk, Pin on Disk, Disk on Disk war dann schon eher zu verstehen. Und nicht zu vergessen die Zwieback-Kurve, die sich dann wenig später als Strebeck-Kurve entpuppte. Ich hatte echt viel, viel zu lernen. Und ich kam dann nach Hause und dann wurde ich wie üblich gefragt, ja, was machst du jetzt eigentlich in deinem neuen Job? Und bevor ich überhaupt meinen ersten Satz beenden konnte, bekam ich direkt Tribo was als Gegenfrage. Und so entschied ich mich dann einfach mal eine Umfrage zu starten im Familien-, Freunden- und Bekanntenkreis. Und die erste Ernüchterung kam im Prinzip sofort, nachdem ich die Online-Umfrage gestartet hatte, denn die meisten Beantwortungen wurden tatsächlich abgebrochen, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Demzufolge war ich dann wirklich sehr glücklich, als ich 25 mutige Prinzessinnen und tapfere Ritter durch meine 5 Fragen kämpften, die dann allem gar nicht länger als 2 Minuten zur Beantwortung gebraucht hatten. Und die Ergebnisse möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Es haben insgesamt ja wie gesagt 25 beantwortet. Ich habe dann die Frage als erstes gestellt, kennst du Tribologie? 7 davon haben gesagt ja, 18 davon nein. Die Ja gesagt haben, haben dann gesagt, ja, was ist Tribologie? Das ist eine Disziplin der Werkstofftechnik, Reibung, Verschleiß und weniger Reibung heißt längere Lebensdauer. Die Tribologie nicht kannten, da war es so, dass sehr viele haben überhaupt gar keine Ahnung gehabt, also nach der Uhrzeit, ich habe das ja gesehen, wann die Beantwortung kam, nach der Uhrzeit zu urteilen, waren die entweder gerade aufgewacht oder schon halb am Einschlafen. Das heißt, der übrige Wacherest, der hat dann im Kollektiv fast gesagt, das hat auf jeden Fall was mit 3 zu tun. Die anderen haben dann gesagt, ja, vielleicht Tiere, Natur, eine Symbiose aus 3 Lebensformen. Es gab noch andere Antworten, die nicht drauf gepasst haben. Das eine war, ich kenne nur Tribock, die mittelalterliche Schleuder. Es hat auf jeden Fall was mit Ahnenforschung zu tun, aus dem englischen Tribe abgeleitet. Und meine Lieblingsantwort, Tribologie ist das, was meine Lieblingsschwester beruflich macht. Ich habe sie auch sehr lieb. Ja, genau. Und dann habe ich gefragt, ja, Tribologie ist ja überall, welche Beispiele fallen euch ein? Einzelne Beispiele, die hier rauszustellen sind, zum Beispiel Ski,
Mühlstein oder die Waschmaschine. Und ein Teilnehmer, der Tribologie noch nicht kannte, konnte von vergangener Woche auch sagen, okay, das ist also Tribologie, wenn die Bremsen im Auto plötzlich anfangen zu brennen. Ja, da wusste er direkt Bescheid und konnte Rückschlüsse ziehen. Das fand ich super. Dann habe ich natürlich gefragt, na, wirst du jetzt ab jetzt häufiger über die Tribologie nachdenken? Blau, die vorher Tribologie kannten, Rot nicht kannten. Also prinzipiell schon mal super. Die Umfrage hat gewirkt. Die werden schon mal, ein paar werden drüber nachdenken. Ein paar, ja, so eher lieber nicht. Hat mir nicht gefehlt. Genau, und dann habe ich noch gefragt, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du jetzt mit deinem neuen Wissen raus in die Welt gehst und allen davon erzählst, wie toll die Tribologie ist und was das alles ist. Ja, und das sieht man, ist relativ gemischt. Ja, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass die meisten doch die Tribologie jetzt weiter hinaustragen werden. Was lernen wir jetzt so aus meiner Umfrage? Die Tribologie muss auf jeden Fall bekannter werden. Mein Vorschlag ist, auch für Dummies, bisher gibt es 839 Bücher für Dummies und ja, aber keines für die Tribologie. Ich habe jetzt hier mal ein Cover mitgebracht, so könnte es aussehen. Und ja, jetzt meine Frage an Sie, wer schreibt mit mir die Nummer 840? Vielen Dank. Sehr vielen schön. Dank. Sollst du auch nochmal dein Lied kriegen? Es läuft nochmal für dich. Ne, wir haben ja, jeder hat die Möglichkeit, ein Lied vorher zu nehmen und danach. Das war Daniela aus Berlin von der Bank. Wunderbar.